Direkt am Eingang hängt ihr Notfallplan. Käthe Nebel ist gut vorbereitet auf den Tod. Also Eckehard, hier ist meine Patientenverfügung, die überarbeitet werden muss. Im Oktober wird sie 90 Jahre alt. Doch das ist nur ein Grund, weshalb Käthe Nebel das Ende ihres Lebens nicht dem Zufall überlassen möchte. Ich habe kein Leiden, was mich unerträglich dünkt. Ich hätte so gesehen, habe ich keinen Grund, mir das Leben zu nehmen. Aber jetzt könnte es ja eintreten, dass ich sage, also nun reicht es mir, älter möchte ich nicht werden. Ich kann nicht mehr gucken und das Laufen nimmt auch immer mehr ab. Und so wird man immer hinfälliger und der Verstand lässt nach. Also irgendwann könnte ich mir vorstellen, reicht es. Und dann würde ich gerne Schluss machen. Heute ist Eckehard Dage zu Besuch. Er ist ein guter Freund und darf entscheiden, wenn Katie, wie er sie nennt, das nicht mehr selbst tun kann. Doch so weit will es die alte Dame gar nicht kommen lassen. Sie will vorher aus dem Leben scheiden, was Dage nicht nachvollziehen kann. Dann würde mich das sehr umtreiben, wenn ich dich da unterstützen müsste bei. Und so ist ja auch unsere kleine Grenze, die wir hier in unserem Verhältnis haben. Ich werde dich immer unterstützen, dass du gehen kannst, wenn du selber nicht mehr kannst, weil du körperliche Leiden hast. Da bin ich dein Patientenanwalt, der dann dem Arzt sagt, bitte alles abstellen, die jetzt nach Hause bringen und in Ruhe sterben lassen. Das werde ich konsequent auch machen. Aber das aktive Gehen aufgrund eines Grundes, den ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, da habe ich dir gesagt, Käthe, das musst du dann alleine machen. Und das ist ja auch so unser Agreement miteinander. Die ausgebildete Volksschullehrerin wünscht sich einen begleiteten Freitod zu Hause, weshalb sie Mitglied beim Sterbehilfeverein Dignitas geworden ist. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht ein Grundsatzurteil gefällt, das besagt, dass die geschäftsmäßige Sterbehilfe in Deutschland nicht verboten werden kann. Seitdem baut Dignitas dafür die Strukturen auf. Wir treffen den Sprecher von Dignitas im NDR-Funkhaus. Die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, ist eine höchstpersönliche. Und jemand muss sich nicht irgendeiner gängigen Moral, die in seiner Umgebung herrscht, praktisch angewendet wird, in irgendeiner Art und Weise unterwerfen oder der gegenüber Rechenschaft ablegen. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung, in die sich niemand einzumischen hat. 10 Suizide hat Dignitas Deutschland seit Februar begleitet, berichtet Willett. Das Medikament dafür muss ein Arzt verschreiben. Wir haben das Schlimmste befürchtet, natürlich, und sind sehr angenehm überrascht worden. Die Bereitschaft der Ärzte, Hilfe zu leisten in diesem Aspekt des Lebens, die ist für uns überraschend hoch. Allerdings, in den meisten Bundesländern ist es Ärzten gemäß ihrer Berufsordnung verboten, Patienten beim Freitod zu unterstützen. Auch in Niedersachsen dürfen Ärzte keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Das ist zwar nicht mehr verfassungsgemäß und müsste geändert werden, doch die Ärztekammern lassen sich Zeit. Käthe Nebel kann vielleicht nicht mehr auf diese Änderung warten. Im Notfall würde sie es auch selbst tun, sagt sie. Konkrete Pläne hat sie aber nicht. Ich bin selber gespannt, wie ich mal enden werde. Tod ist doch letztendlich eine Erlösung und keine Strafe. Außer man glaubt, dass man in die Hölle kommt. Aber das glaube ich nicht. Dieses Thema ist umstritten. Wir sprechen darüber jetzt deshalb noch mit Gerd Klaus, Vorsitzender des Niedersächsischen Hospiz- und Palliativverbandes. Sie sprechen für 130 ambulante Dienste im Land, die Schwerstkranke und Sterbende in der letzten Phase des Lebens begleiten. Können Sie, Herr Klaus, verstehen, wenn Menschen im Alter Suizid begehen wollen, wie wir gerade gesehen haben im Beispiel? Das Thema wird öffentlich diskutiert, es ist nicht neu und es ist durchaus nachvollziehbar, dass sich Menschen Gedanken machen. Allerdings ist das nicht unser primäres Anliegen, sondern dem Folge zu leisten, sondern selbstverständlich geht es uns um den Schutz des Lebens, um Erhaltung von Würde und einer umfassenden, guten Versorgung. Beschreiben Sie mal, was der Unterschied ist, was Ihr Ansatz ist, beziehungsweise ab wann man im Hospiz sterben darf. Ich setze das in Anführungszeichen. Im Hospiz darf man sterben, in der Regel, wenn man an einer unheilbaren Krankheit leidet, die einen progredienten Verlauf nimmt
und wo das Ende des irdischen Lebens innerhalb von etwa 4 Wochen absehbar ist. Mhm. Vergleichbar im ambulanten Bereich, wenn die Diagnose gestellt ist, wenn absehbar ist, dass die Sterbephase eintritt, sind wir zur Stelle an der Hand der Sterbenden und auch im Sozialsystem Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis, je nachdem, was erforderlich ist. Es gibt aber auf keinen Fall ein selbstbestimmtes Sterben, so wie wir es im Beitrag gesehen haben. Wenn man so will, ist es auch natürlich ein Stück selbstbestimmtes Sterben, weil jeder Patient darf zu jeder Zeit über eine Therapiezieländerung bestimmen. Er darf eine Therapie abbrechen. Mhm. Das ist unbenommen. Okay. Aber es geht halt hier ja um das Thema Suizid und da versuchen wir schon darauf zu achten, dass die Würde des Menschen erhalten wird. 60%, es gibt eine Umfrage des Spiegels, 60% der Menschen in Deutschland können sich einen Suizid im Alter vorstellen. Was sagen Sie zu der Zahl? Woher kommt dieser Wunsch? Ist da viel Unsicherheit? Viel Angst? Da ist viel Unsicherheit, da ist viel Angst und von daher ist das gut nachvollziehbar. Deswegen bleibt es unsere Aufgabe, über die Dinge aufzuklären, die möglich sind, über die palliativmedizinische Versorgung, die Pflege, die psychosoziale Begleitung, sodass es eben nicht zu dem Suizidwunsch kommt. Wie gut gelingt das schon in all den ambulanten Diensten, die Sie im Land haben? Also, dass es sozusagen, wie soll man sagen, gar nicht diesen Graubereich gibt, in dem Menschen sich ausgeliefert fühlen und vor dem die Angst haben. Wenn Menschen in die Situation kommen und mit Ärzten und Vertrauenspersonen sprechen, wird sehr schnell deutlich, dass es jenseits des Suizids Möglichkeiten gibt, würdevoll zu leben bis zum letzten Atemzug. Mhm. Die Bundesregierung, die plant gerade Richtlinien, denn wir kennen das, wo es eine Nachfrage gibt, da gibt es auch ein Angebot. Daraus könnte ein Geschäftsfeld werden, aus dem Beispiel, das wir gerade gesehen haben. Für welche Richtlinien würden Sie da plädieren? Also ein Geschäftsfeld wird es wahrscheinlich ohnehin sein nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung ist ohne weiteres zulässig. Allerdings würden wir dafür plädieren, Sicherheiten einzuziehen. Ob das jetzt mit Gesetzen sein sollte, ist durchaus umstritten, weil Richtlinien dann auch wieder Sicherheit verschaffen könnten. Mhm. Es kann durchaus sinnvoll sein, den Einzelfall zu betrachten und die Beteiligten quasi dahin zu bringen, sich intensiv beraten zu lassen. Und dann wird auch eine ganz geringe Anzahl von Suizidenten überhaupt noch am Ende da sein. Abschließend noch die Frage. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, seit 30 Jahren gibt es die Hospizbewegung. Sie haben das Wort Bewegung genannt. Jetzt haben wir gerade diese andere Bewegung gesehen, der Dignitas. Ärgert Sie das, diese Entwicklung? Also wir nehmen die Sache zur Kenntnis und wir werden natürlich auch die Sache beobachten. Es ist ja eine allgemeine Sorge, dass die Sache missbraucht werden kann. Und dem Missbrauch muss natürlich Einhalt geboten werden. Vielen Dank für das Gespräch an Herrn Klaus.